Hallo, mein Name ist Tor Alexander und im heutigen Video möchte ich über passives Einkommen sprechen. Und dafür habe ich mir natürlich einen Spruch rausgesucht von Warren Buffett und der lautet wie folgt: Wer keine Möglichkeit findet, wie er im Schlaf Geld verdient, muss hart arbeiten, bis er stirbt. So ist natürlich wichtig auch, wenn man, vor allen Dingen, wenn man auswandert, dass man passives Einkommen hat. Und im Auswanderungsland wird es am Anfang einige Probleme geben, dass man da durchstarten kann, weil man sich erstmal einrichten und finden muss, mit den Gesetzen vertraut machen muss und so weiter. Nicht jeder will auch im Einwanderungsland arbeiten, sondern man kann natürlich auch sein Geld weltweit arbeiten lassen. Warren Buffett meinte damit passives Einkommen. Doch die Frage ist, was ist passives Einkommen und vor allen Dingen, woher bekommt man passives Einkommen? Passives Einkommen ist, man tut einmal etwas und dann läuft das Ganze und sprudelt wie so ein Goldesel, den man einmal gekauft oder sich besorgt hat und der spuckt und macht vorne und hinten Golddukaten. Welche Möglichkeiten gibt es, passives Einkommen zu bekommen? Dann gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Wer ein bisschen mehr Geld hat, der kann vermieten und verpachten. Das heißt, er kauft sich Eigentum, Grund, Boden, Immobilien, Häuser, Bürogebäude, was auch immer oder auch Maschinen. Oder es gibt natürlich noch ein bisschen bessere Möglichkeit, Firmenbeteiligung. Das heißt, man beteiligt sich an Firmen, die in einem guten Markt unterwegs sind, der relativ krisenfest ist oder sogar krisenfest und die natürlich über ein sehr gutes Geschäftsmodell verfügen, die Alleinstellungsmerkmale haben und logischerweise auch einen sehr hohen Ertrag. Nachteil ist davon, man braucht halt einen relativ hohen Kapitaleinsatz, also mit anderen Worten eine hohe Einstiegshürde und es ist nichts für jeden. Besser für jedermann geeignet sind natürlich Investments mit geringeren Einstiegshürden, wie zum Beispiel Anleihen, Genussrechte, Aktien, Fonds und ähnliches. Allerdings in Anbetracht der aktuellen Situation bin ich mir nicht sicher, ob ich da kurzfristig gesehen in Aktien oder Fonds investieren würde. Das ist immer so eine Sache, weil wenn man viel Zeit hat, kann man die Verluste dort aussitzen. Wenn man aber jetzt innerhalb der nächsten Jahre auf Rendite angewiesen ist, kann das auch leicht mal ins Auge gehen. Und ansonsten gibt es natürlich noch digitale Geldanlagen, deren Renditen auf Monatsbasis angegeben wird. Da gibt es natürlich auch viel Schmu, aber es gibt natürlich auch einige gute. Wer da mehr wissen will, kann mich gerne direkt kontaktieren. Das war es heute mit meinem Video, mit meinen Gedanken zum passiven Einkommen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo des Kanals sowie über Kommentare hier auf YouTube oder in meiner Telegram-Gruppe Auswandern Geld. Bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.